Ja, also eigentlich jede Woche geht es damit los, dass der Gegner sich ein bisschen tiefer stellt gegen uns und dass wir dann auf eine Abwehrkette zulaufen und probieren, die auszuspielen. Und das ist uns in der ersten Halbzeit eigentlich relativ schnell gut gelungen. Zwei schnelle, gute Kombinationen, zwei schnelle Tore und dann hatten wir ein bisschen leichteres Spiel. Ja, also ich finde, wir haben erste Halbzeit ein bisschen zu ängstlich oder sag ich mal in vielen Situationen einfach nur agiert statt oder reagiert statt zu agieren und ja gut, dem jungen Alter vielleicht geschuldet, die Namen vorher, was da alles geredet wird. Ja, das hat mir nicht so gut gefallen, weil wir uns versucht haben, Teutonia anzupassen vom Spielverlauf her und statt unseren Fußball durchzudrücken, halt das, was uns die letzten Wochen gegen Eidelstedt, FC Emshorn oder jetzt zuletzt gegen Sternschanze einfach so stark gemacht haben, ne? Ja, also das Gefühl hatte ich speziell jetzt nicht, dass wir das entgleiten lassen, weil wir ein bisschen geschlafen haben, einfach die ersten 10 Minuten, das hat man dann gemerkt. Dann wollten wir ein kleines Zeichen setzen, unglücklich, dass Gary schon gelb hatte, dann gelb-rot runter. Und dann haben wir eigentlich wieder einen Gang hochgeschaltet, soll jetzt nicht überheblich klingen, aber sind wir einfach wieder wach geworden durch diese gelb-rote Karte und dann haben wir wieder das Zepter in die Hand genommen. Also ich find's bis zum Ende hin durch die zweite Halbzeit finde ich es jetzt ein bisschen hoch. Also wenn 2-1, 3-1, also ein Tor. Ich denke mal, das letzte muss nicht unbedingt fallen, aber wenn man das ganze Spiel sieht, muss man sagen, Teutonia hat sich das schon verdient, gegen uns zu gewinnen. Aber wir konnten sie ärgern ein bisschen. Man hat schon gesehen, dass die schon mit sich selber unzufrieden waren in vielen Situationen und darauf sollten wir aufbauen, ne?